und dribbelt sich jetzt leider fest und da muss Elfmeter gegeben werden, Freunde. Ich hab's gleich nochmal in der Zeitlupe. Man sieht ganz klar, Nils ist vorher am Ball. Was geht, Leute? Willkommen zu einem neuen Video und zu einem neuen Format hier auf dem Channel. Wie viele von euch vielleicht wissen, spiele ich in der Oberliga bei SG Wattenscheid 09. Für die, die es nicht wissen, das ist nach der ersten, zweiten, dritten Bundesliga kommt die Regionalliga und dann die Oberliga. Sprich, wir spielen in der fünften Spielklasse. Das ist der zweite Spieltag und heute geht's gegen Westfalia Herne. Hier kurz eingeblendet seht ihr unsere Aufstellung. Neben mir solltet ihr noch eine Person kennen und zwar den Bruno. Der Bruno war nämlich schon in der ein oder anderen Challenge auf jeden Fall dabei, unter anderem im Video gegen Manuel Neuer. Ist bei uns momentan der Torhüter und ja, zu Bruno braucht man glaube ich nicht viel sagen. Am Fuß überragend, auf der Linie überragend, mit einer der besten Torhüter, mit denen ich zusammengespielt habe. Und ich würde sagen, wir starten mal rein ins Spiel. Zwischen Wattenscheid und Herne, sollte man vorher sagen, ist immer eine gewisse Rivalität vorhanden gewesen. Nicht nur zwischen den Fans, sondern auch zwischen den Mannschaften. Und ja, ihr seht es im Hintergrund, einige Fans aus Wattenscheid mitgereist, so um die 500 bis 600. Und ja, wir spielen in unseren pinken Trikots, glaube ich nicht die schönste Farbe, aber konnten wir uns nicht aussuchen. Und ja, so geht es gerade auf den Platz. Wir machen es vor und spielen immer so, dass wir nochmal kurz vorm Anpfiff zu unseren Fans gehen. Das machen wir auch hier. Kurz abklatschen, kurz begrüßen, bedanken, dass sie heute da sind. Und dann geht es schon rein in die Partie. Wir gehen direkt vorne drauf. Herne befreit sich erstmal mit einem langen Ball. Man muss dazu sagen, Herne stand in den ersten Minuten echt eklig. Standen uns oft auch auf den Füßen. Es war eine sehr ruppige Partie. Hier verliert Nils, unser Sechser, den Ball kurzzeitig. Aber Umut erobert ihn direkt wieder. Und wir versuchen über hinten ganz entspannt das Spiel aufzubauen über unseren Außenverteidiger und jetzt bekommt Mike den Ball. Ich möchte nach außen klatschen und bekomme direkt einen mitgegeben. War auf keinen Fall ein Foul, habe ich hier noch mal in der Wiederholung gezeigt. Er ist auf jeden Fall eher am Ball, ich habe mir auch nicht wehgetan und ja, man sieht es jetzt auch glaube ich noch mal in der Wiederholung. Ich gehe zu ihm hin, klatsche mich ab, macht keinen Sinn jetzt schon böses Blut irgendwie zu vergießen. Deswegen war kein hartes Foul, alles gut. Wir sind wieder hinten über Bruno und jetzt sieht man ganz gut, Herne stellt uns super zu, wir können kaum jemanden anspielen. Die spielen wirklich 1 gegen 1 auf jeder Position. So wird Bruno zu einem langen Ball gezwungen und Kopfballduelle. Wir sind jetzt nicht die Größten vorne, deswegen hier nicht gewonnen. Schuh drescht den Ball nach vorne, unser Innenverteidiger. Jetzt bekomme ich den Ball und ja, ich finde, das kann man als Foul sehen. Da wird schon Vorteil gegeben und jetzt, ja, zum Schlechteren für uns wird doch noch Foul für den Gegner gegeben. Ich glaube, den Vorteil kann man fast abpfeifen und dann Freistoß für uns geben, aber alles gut. Freistoß danach, Bruno im Nachfassen hat den Ball. Aus der Distanz finde ich gar nicht schlecht getreten. Jetzt kommen wir zur ersten Ecke und da war aber Herne echt stark. Kurz den Ball angetickt, Ball in die Mitte, Kopf hingehalten. Und da steht es 1-0 für Herne, echt sehr, sehr ärgerlich in dieser Phase des Spiels, weil wir gerade gut reingefunden hatten. Und ich finde für Oberliganiveau wirklich ein sehr, sehr schönes Tor. Und Bruno ist machtlos bei dem Tor. So steht es 1-0, wirklich ein Dämpfer für uns. Aber wir haben versucht, es uns nicht anmerken zu lassen. Jetzt merkt man, Schuh kriegt den Ball, sucht erstmal die lange Lösung. Ich kann den Ball aber relativ gut festmachen, beziehungsweise lege ihn auf Umut ab. Umut geht in die Mitte, der ist wirklich so feilschnell, kann hier nur mit einem Foul gestoppt werden. Dann gibt es auch schon Gelb. Ich glaube, in der frühen Phase des Spiels eine gelbe Karte ist auf jeden Fall immer gut gegen sich zu haben. Mikey setzt sich jetzt hier ein bisschen Slapstick-mäßig durch, bekommt den Ball aber wieder und der Abschluss ist dann leider ein bisschen unglücklich. Da bekommt er den Ball wieder. Berko legt super ab. Ja, und der Abschluss leider nicht so stark. Nächste Aktion, Argon mit dem Einwurf in die Mitte. Der Ball kommt irgendwie zu mir durch und ich kann zum Glück das 1:1 machen. Relativ zeitnah nach dem 1:0. Ich glaube, 5-6 Minuten sind vergangen und es steht 1:1. Für mich auch das erste Saisontor, wirklich super wichtig. Nicht nur fürs Spiel, sondern auch für mich persönlich. Und der Ball kommt irgendwie durch. Verteidiger kann ihn nicht klären und dann stehe ich zum Glück richtig, kann den Ball einschenken. Jetzt steht es 1:1. Spiel wieder ausgeglichen. Jetzt eine Offensivaktion von Herne, die über die linke Seite nach vorne kommen, sich ganz gut durchsetzen, aber dann der Abschluss nicht wirklich gut ist. Bruno auch ein gutes Auge, der nicht irgendwie unsicher zur Ecke klärt, sondern erkennt, der Ball geht einfach neben dem Tor vorbei.
Jetzt kann ich nach dem Einwurf den Ball ablegen auf Berko. Der nochmal spielt, ich lasse nochmal auf Berko klatschen. Das gleiche jetzt nochmal, er sieht mich außen. Mikey bietet sich jetzt in der Mitte an, den ich anspiele. Und da setzt er sich gut durch. Jetzt bekomme ich den Ball fast wieder, das wäre wirklich Weltklasse gewesen. Aber ich komme so gerade nicht an den Ball dran, wirklich ärgerlich. Ich leider im Kopfballduell nicht dran gekommen. Und an der Außenlinie unten jetzt gewinnt Herne den Ball und Nils mit einem ziemlich rüden Foul bekommt auch direkt die gelbe Karte. Aber ihr seht es auch an der Auswechselbank des Gegners, die sind komplett ausgerastet. Ein sehr, sehr emotionales Spiel war das. Nicht nur neben dem Platz, auch auf dem Platz. Wir gehen mit 1-1 in die Halbzeit und starten auch direkt in die zweite Halbzeit rein. Und man sieht, es ist schon dunkel geworden. Es war ein Freitagabendspiel mit Flutlicht, immer geil. Und Umut bekommt hier den Ball gut zurück, nimmt gut Tempo raus, sieht dann Nico Lukas über die Außen. Berko startet in die Mitte und dribbelt mit hoher Geschwindigkeit auf die Abwehr zu und dribbelt sich jetzt leider fest. Und da muss Elfmeter gegeben werden, Freunde. Ich habe es gleich nochmal in der Zeitlupe. Man sieht ganz klar, Nils ist vorher am Ball und bekommt jetzt den Tritt. Der Schiri steht direkt davor. Kein Vorwurf, vielleicht hat er es wirklich nicht gesehen oder er wollte den Elfer nicht geben, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gab es keinen Elfmeter. Ich glaube, mit Videoschiedsrichter in der Bundesliga hätte es den Safe gegeben. Berko verliert hier kurz den Ball, setzt aber super nach. Und sehr enge Räume, trotzdem versuchen wir es spielerisch zu lösen und Berko holt den Eckball raus. Auf jeden Fall sehr stark gemacht. Und anschließende Ecke kommt rein. Nils hält seinen rechten Fuß hin und es steht 2-1. Wir rennen auf unsere eigenen Fans zu und können feiern. Weltklasse, richtig gut. Guck mal, ihr seht es auch an meinem Jubel. Ich jubel, als hätte ich das Tor selbst gemacht, weil es einfach in der Phase des Spiels war, wo es so wichtig war, jetzt einen Akzent zu setzen. Und natürlich 2-1 in Führung zu gehen, war einfach Weltklasse in der Situation. Auch für Nils hat es mich total gefreut, der ein gutes Spiel gemacht hat. Und Nils schießt wirklich nicht viele Tore. Deswegen ist jedes Tor so wertvoll und gibt ihm Selbstvertrauen. Hier Zusammenspiel zwischen mir und Berko und der Schuss wird leider abgefälscht. Echt schade, es wäre sehr, sehr schön gewesen, das Tor. Ich lege mit der Hacke ab. Berko kann fast nochmal zu mir durchstecken. Dann geht schon in die nächste Aktion. Zack, zack und jetzt in die Mitte. Und Nils leider am Tor vorbei. Das wäre wirklich so wichtig gewesen. Und das wäre einfach der Doppelpack für Nils gewesen, das wäre auch krass. So bleibt es beim 2-1. Torwart hier unglücklich. Mikey weiß, dass der Torwart draußen ist. Und ich glaube, der Abwehrspieler wäre aber auch da gewesen. Er hat einfach erkannt, dass der Ball am Tor vorbeigeht. Jetzt setze ich mich vorne durch, erkenne, dass ein Missverständnis zwischen Verteidiger und Torwart vorliegt. Und Umut kann zum 3-1 das Tor machen. Weltklasse. Ja, man sieht es, der Torwart und der Spieler wissen nicht so richtig, wer geht hin. Ich bekomme den Ball. Ich bin auch ehrlich, ich wollte den Ball eigentlich aufs Tor bringen. Ich wusste gar nicht, dass Umut hinten steht, aber hat nicht funktioniert. Somit habe ich Umut das Tor vorgelegt. Ja, jetzt führen wir 3-1. Das Spiel war fast durch. Und nochmal ein gefährlicher Freistoß. Wird zwar, ich glaube, gar nicht berührt, geht einfach komplett durch. Aber ich finde, wenn da einer einen Fuß dran bekommt, ist das eine super gefährliche Torchance. Und hier nochmal der Ball vorne festgemacht von mir. Und ich finde, da sollte Mikey mit dem ersten Kontakt abschließen. Er hat ihn auf seinem starken Rechten und man sieht es jetzt noch in der Zeitlupe. Kein Abseits. Mikey bekommt den Ball und den muss er eigentlich abschließen. Er versucht nochmal zurückzuziehen, aber sei es drum, kein Problem. Und hiermit pfeift der Schiri ab. Wir gewinnen 3-1 in Herne. Und jetzt kommen noch ein paar geile Szenen, wo wir nach dem Spiel mit unseren Fans gefeiert haben. Und hört einfach zu. Einfach Gänsehautmomente, 500 Fans zum Auswärtsspiel mitgefahren in der Oberliga, ist glaube ich absolut kein Standard. Ein Flutlichtspiel 3-1 auswärts zu gewinnen war Weltklasse und nach zwei Spielen mit 6 Punkten dazustehen ebenso. Und wir haben noch ein bisschen nach dem Spiel gefeiert mit den Fans. Weltklasse-Momente
Und das war's auch schon von dem Spiel. Wenn euch das Format gefällt, dann gebt dem Ganzen auf jeden Fall einen Daumen nach oben und gerne auch Verbesserungsvorschläge für das Format in die Kommentare. Genauso aber, wie es bei euch momentan in der Liga und im Verein läuft. Wie seid ihr in die Saison gestartet? Wo steht ihr in der Tabelle? Schreibt's gerne unten rein. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bleibt bis dahin auf jeden Fall sportlich und gesund. Und bis dahin macht's gut. Ciao, ciao.